Blumenerde ist nicht gleich Blumenerde. Das wissen Josef Gramann von Gramoflor und Clemens Nüske von der Abfallwirtschaftsgesellschaft Vechta. Zusammen haben sie eine eigene Rezeptur für hochwertige Qualitätserde entworfen. Die sogenannte Mach mit Blumen- und Pflanzerde besteht aus Grünschnittkompost aus der Region und weiteren regionalen Rohstoffen wie zum Beispiel Torf. Den Grünschnitt können Kunden bei der AWV abgeben. Doch dabei gibt es etwas zu beachten. Dass Sie zum Beispiel, wenn Sie Pflanzen haben, dass Sie diese Pflanzen aus den Pflanztöpfen entnehmen, damit wir diesen Kunststoff nicht mit dabei haben. Dass Sie zum Beispiel bei Gestecken oder bei Blumenkränzen die Plastikteile abnehmen, die Schaumstoffkerne entnehmen, weil das alles eben Kunststoffe sind, die hinterher im Kompostierungsprozess stören. Hier unten haben wir noch so ein Styroporteil. Das sind natürlich Teile, die dann, wenn sie den Kompostierungsprozess durchlaufen, immer weiter zerkleinert werden und die hinterher nur sehr aufwendig wieder herauszusieben sind. Der Kompost landet dann im Substratwerk von Gramoflor, wo bereits die Torfsoden und andere Rohstoffe warten. Der Kompost liefert wichtige Nährstoffe für die Blumenerde. Bei Gramoflor wird die Mach mit Blumen- und Pflanzerde gemischt und verpackt. Die Nähe der beiden Firmen zueinander ist ein klarer Vorteil. Denn so bleiben Transportwege kurz und dies schont die Umwelt. Dem Familienunternehmen Gramoflor ist der Naturschutz besonders wichtig. Der Beitrag zum Naturschutz von unserer Firma ist der, dass wir über die Torfgewinnung aus den vormals landwirtschaftlich genutzten Flächen es hinbekommen, wieder ein Hochmoor zu entwickeln mit seiner einzigartigen ökologischen Vielfalt. Dass uns das gelingt, das kann man hier vor Ort im Raum Vechta und umzu wunderbar sehen. Schauen Sie sich diese Fläche an. Die haben wir vor 4 Jahren aus dem Abbau rausgenommen und wir haben hier schon wieder eine sehr typische Hochmoorentwicklung. Und ich zeige Ihnen das mal hier, wenn wir hier einfach in die Fläche reingreifen, schauen Sie sich das mal an. Das sind die Torfmoose mit ihrer Wahnsinns-Wasserhaltekraft. Das sind die Pflanzen, aus denen das Moor maßgeblich besteht und das fängt hier wieder an zu wachsen. Die Mach mit Blumen- und Pflanzerde ist vielseitig einsetzbar, zum Beispiel für Pflanztöpfe, Balkonkästen, Kübel oder auch Container. Auch im Freiland kann sie genutzt werden, wo sie zur Verbesserung der Bodenqualität beiträgt. Jeder kann diese Kooperation unterstützen, durch den Kauf der Mach mit Blumen- und Pflanzerde aus der Region für die Region Oldenburger Münsterland. Weitere Infos gibt es auf www.gramoflor.de.